Niemals werde ich das vergessen, was ich verloren habe. Vor einem halben Jahr hat Anna Wilken in einer Klinik eine Curettage-Ausschabung durchführen lassen. Jetzt denkt die ehemalige GNTM-Kandidatin an diesen Tag zurück und spricht über ihre Emotionen während der Fehlgeburt und die Zeit danach. Anna Wilken, 26, wünscht sich seit Jahren ein Kind. Doch die ehemalige GNTM-Kandidatin leidet an Endometriose, einer Unterleibserkrankung, die eine Schwangerschaft erschwert. Deshalb versuchen die Influencerin und ihr Partner Sagis Adamian, 29, mit Hilfe künstlicher Befruchtung schwanger zu werden, bislang jedoch erfolglos. Anna Wilken, Ausschabung nach Fehlgeburt. Ihre Fans dürfen die 26-Jährige auf diesem Weg begleiten. Denn Anna Wilken steht offen zu ihrem Schicksal und schreckt auch nicht vor unbequemen Themen zurück. Auch ihr jüngster Instagram-Beitrag behandelt ein enorm emotionales Thema, die sogenannte Curettage-Ausschabung. In der 9. Schwangerschaftswoche erlitt die 26-Jährige ihre zweite Fehlgeburt. Es war eine schlimme Zeit für die ehemalige GNTM-Kandidatin, die sich mit Wehen und Blutungen quälte. Der Embryo wollte nicht abgehen, MedizinerInnen sprechen dann von einer verhaltenen Geburt. Letztendlich hat Anna Wilken sich für eine Curettage entschieden. Das Model habe Zeit gebraucht, um alles für mich zu verarbeiten, erklärte sie danach. 6 Monate später denkt die Influencerin an den Tag zurück. Influencerin teilt schmerzhafte Erinnerungen an die Curettage. Ihre Worte gehen unter die Haut. Morgen ist die Curettage schon 6 Monate her und es fühlt sich immer noch so an, als wäre es gestern gewesen. Ich werde sicherlich noch lange daran denken und diesen Tag voller Emotionen nie vergessen. Niemals werde ich das vergessen, was ich verloren habe, unsere Wunder, schreibt sie in ihrem Beitrag. Nach der Ausschabung ließ sie damals den Embryo in einem Labor für Humangenetik genetisch untersuchen. Sie wollte eine Erklärung für die Fehlgeburt finden. Knapp 2 Monate mussten sie auf die Ergebnisse warten. Später erzählte sie in den sozialen Medien, dass gleich 2 Trisomieformen festgestellt wurden. Erfolglose Embryo-Transfers, 2 Fehlgeburten und 50.000 Euro hat die 26-Jährige bereits in Kauf genommen. Die Reise ist extrem emotional, es hilft ihr, Gefühle zuzulassen und zu trauern. Das macht sich die gebürtige Ostfriesin auch immer wieder selbst klar, wie ihr Posting verrät. Wir dürfen Jahre trauern, wenn wir es benötigen. Genau das sage ich mir auch immer wieder selbst, wenn ich das Gefühl habe, alles dreht sich zu schnell.
Es ist sogar wichtig zu trauern, um das Verlorene zu verarbeiten, schreibt sie. Anna Wilken hofft, dass auch die Gesellschaft die Trauerphasen, egal wie lange sie andauern, respektieren. Denn oft wird von Frauen mit Fehlgeburten erwartet, direkt weiterzumachen, als sei nie was gewesen. Als hätten sie nie den ganzen körperlichen und seelischen Schmerz erleben müssen.